öfters gucke, da war das Lied unter anderem dabei. Und zwar, ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen immer, du müsstest mir helfen, dort, wo jedes Land, jedes Euro. Genau. 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 Alexander Rybak heißt er. Genau. Das Lied habe ich tatsächlich damals vorgesungen. Wow, das ist jetzt aber auch ein Lied, wo man sagen müsste, okay, es ist mittelschwer. Ja, das war auch nicht ganz so einfach. Ich habe mich tatsächlich da ziemlich angeschränkt damals. Bitte weitermachen. Okay. Aber Flüchtling noch zu. Ja, ich, so, sorry. Mach nicht. Wie lange wollten wir eigentlich noch machen? Mitternacht. Okay, wieder bis Mitternacht. Okay, das geht klar. Ist ja nur noch eine Stunde. Ja. Ich trinke mal kurz einen Schluck. Ja, ich habe meine Flasche neben mir. So, erzähl mal das nicht. Nee, das war halt im Grunde genommen Geschichte, dass ich da tatsächlich, der Dritter wurde, obwohl da irgendwie so 150 Leute dabei waren. Da war ich schon ein bisschen stolz auf mich. Okay, ehrlich gesagt habe ich mir tatsächlich mal irgendwann gedacht, wenn du mal wieder hier bist, ne, weil meine Frau spielt ja gerne sowas wie Singstar. Tatsächlich auch Singstar 4 in den Kriegern Schmied. Geil! Sehr gerne! Also könnt gerne Singstar spielen. Also ich jetzt brauche ich mich nicht mehr! ich habe das tatsächlich gerne mal gespielt. Leider hatte ich halt wenig Leute, die ich gekannt habe, die das halt mit mir spielen wollten. Die gesagt haben, willst du bloß gekloppt? Wir hatten das damals bei bei einem Verein, in dem ich war, die hatten eine PS2 und die hatten das dann auch und da. Wir haben fast, vor allem die Schlager-DVD, die es damals gab, die wurde rauf und runter gesungen. Okay. Meine Kumpels wollten damals immer nur mit mir auf der PS2 Bass spielen. Ich weiß nicht, ob das jemand kennt. Ja, das war diese Quizshow unter anderem mit den Affen. Also ich hatte diese komischen Affen-Editionen, wo man so kleine auch Minispiele spielen musste. Und da gab es so eine besondere Edition von Bass und da hast du halt so kleine Minispiele und musstest so kleine Rätsel lösen. Das habe ich immer mit meinen Freunden gespielt. Da hattest du auch diesen komischen Extra-Controller für die PlayStation 2. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst immer, der ganz oben einen roten Button hatte und dann hat einen blauen. Genau. Damals, als ich mir nämlich die PlayStation 2 gekauft hatte, war das Spiel im Grunde genommen gratis mit dazu. Und da habe ich das tatsächlich damals mit ein paar Freunden gespielt. Es war tatsächlich immer ziemlich lustig. War ein lustiges Partygame. Ich weiß. Ich wusste nicht, ob das genau mitgekriegt hat. Ich weiß, dass die Jüngere umgezogen ist, aber dass die Ältere tatsächlich auch umgezogen ist, das wusste ich nicht. Aber wie ich das auf der Karte gesehen habe, ist das aber ziemlich weit weg. Also die können ja dann nicht immer regelmäßig kommen, oder? Nö, komm mal, der Hashtag ist das. Ja, ich muss mal sagen, so. Ja, ich weiß schon. Ich hab ja aber gerade gesagt, dass es halt ein bisschen weiter weg ist. Ja, ich denke mal so 50 Kilometer ist er schon weg. 24 Grad. Noch nicht ganz sicher durch, aber ist eher unwahrscheinlich. Ach so, ich dachte jetzt, was ist jetzt mit 24? Nein, ich hab's nicht geschafft. Ich dachte, wie 24? 24? Ich hatte gerade überlegt, 24. ist doch Weihnachten, immer mag kein Weihnachten. Dachte ich, 24. Januar, aber immer meinte doch irgendwie vorhin, am 21. Januar hat er keine Zeit. Ich dachte, wieso jetzt 24? Was, warum 24? Nein, ich bin so 24. geworden. Ich bin so knapp von Zini ausgeschieden. Das war wieder. Bitte. Hab ich gesehen. Nee, aber auf jeden Fall, wir würden dann logischerweise dann auch hier dann übernachten. Müssen wir aber auch rumgehen. Das ist ein Team. Kriegen wir schön. Ja, auf jeden Fall. Und notfallsweise, Flui, müssen wir halt dann durch die Nacht hier in Hamburg, weißt du? Kein Problem. Das Nachtleben von früher, obwohl ich bin. Kein Problem. Weiß. Kein Problem, können wir gerne machen. Ja, weil Rufus war das ja so, ja, ich wollte ja mit euch, als wir hier waren, ja, unter anderem mit der Landungsbrücke und so, dann gehen, also, Bewegung hatte, und ich vielleicht zu haben. Doch, ich weiß wohl, das ist am Hafen. Genau, ich kenne das nicht. Ja, Landungsbrücke, da wollte ich dann mit euch hingehen, aber Rufus ist ja so an den Tag ein bisschen. Ja, so ein.
oder so ein bisschen kaputt zu sind. Doch, in Hamburg. Ich war schon in Hamburg. Ja, ich weiß, dass du in Hamburg warst, aber ich wusste nicht, ob du es noch weißt, wo lang und wo du bist. Nee, ich kenne das, aber dort war ich nicht. Ich war halt nur in Hamburg, weil da die Miniaturausstellung Wunderland und ich halt auch sehr Eisenbahn-Fan bin und dadurch war ich öfters in Hamburg und wir haben eine Bekannte in der Nähe, die wohnt in der Nähe von Hamburg. Die ist aber auch schon verstorben. Also, ja. Und dann. Oh, da war ich auch schon 2-3 Mal in Hamburg. In dem Miniaturwunderland. Das wird ja auch regelmäßig ausgebaut. Genau. Und auch regelmäßig eigentlich aktualisiert. Also einige Sachen zumindest. Ich war da auch schon lange nicht mehr im Miniaturwunderland. Also kurze Sache, echt? Du stehst auf Eisenbahn? Ja. Oh, cool. Hast du auch so selber eine eigene Miniatureisenbahn? Ich wollte damals immer so eine kleine Miniatureisenbahn, aber meine Eltern haben gesagt, nein. Ich hatte eine, aber die haben wir dann weggegeben, weil mein Vati nicht mehr in der Lage war, die instand zu halten. Und dann weil die halt immer auf unserem Dachboden und nur zu Weihnachten rausgeholt wurde, da haben wir sie halt weggegeben. Hm. Aber es hat mich... Hat mich nicht so, fand ich nicht so schlimm, aber ist halt alles gut. Aber damit haben wir jemand anders eine Freude gemacht und das ist. Ich falle jedes Mal runter. Louis fällt aber auch jedes Mal runter. Ich spawne unten und dann werde ich einfach weggehext. Ja, aber ich. Oh, ey. Der Louis, der kommt auch nicht gut voran. Nee, ich komme überhaupt nicht voran. Ey, guck dir mal an. Mir fallen und stolpern und alles wirklich und ich bin trotzdem noch in der Nähe. Oh, ich gibt's wieder. Also bei mir sieht's nicht gut aus. Louis könnte es schaffen. Doch, du könntest es schaffen, Louis. Okay. Also ich muss sagen, ich hatte ja damals Bilder gemacht in Hamburg und meine Mutter war besonders beeindruckt, als wir da die AIDA gesehen haben. Davon war meine Mutter so beeindruckt, dass sie dieses Riesenschiff. Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst. Ja, ich kann mich erinnern. Es ist spät. Ja, im Endeffekt ist das so, dass es ja, dass grundsätzlich große Schiffe ja immer so um den 10. Mai herumkommen, denn da ist der Hamburger Hafen Geburtstag, so um den 10. Mai herum. Und da legen grundsätzlich dann immer große Schiffe in Hamburg an, um einfach dann nochmal sich zu präsentieren und alles. Das ist immer ein ganz großes Fest bei mir in Hamburg. Von daher ist das ja so wunderbar und alles. Fällt das leider in letzter Zeit auf. Da war ich aber auch relativ früher auch mal so in meiner Jugendzeit mit meinen Freundinnen und so lange. Freundschaftliche Freundinnen, ne? Mhm. Immer links eine, Mitte eine und rechts eine. Gefühlt im Endeffekt ja. Aber die waren leider alle nur meine Freundinnen im Sinne von Freundschaft. Was? Nein, ich bin dumm. Oh, ich dachte, dass da links noch eine Lücke ist. Hühnchen ist schon wieder da. Ah, nee, immer noch. Hühnchen ist weg. Ich hasse Hühnchen ist weg. Weil das Hühnchen hält mich wieder fest. Ich weiche dieses Hühnchen ganz weit. Es ist spät. Also, entweder ich kaufe mir... Ja, ich habe ja damals gesagt, entweder... Wo schon so gut wie feststand, dass ich mit Lübeck aufsteige, dass ich mir entweder was im Fanshop mal von Lübeck besorge oder mal zu dem Spiel von Lübeck mache. Ja. Lübeck, da kann man ja mal. Kann man mal helfen. Auf jeden Fall, dass der Stadion ist auch nicht so weit weg vom Bahnhof. Und auch nicht so weit. Wenn du vom Bahnhof aus Richtung Haupthalle gehst, da dann links lang. Und dann in Richtung Kreuzung und dort dann vom Kreisel aus rechts. Dann bist du schon fast da. Und es ist auch nicht weit von der Autobahn. Natürlich ist es nicht weit von der Autobahn, aber anders kommen wir einfach beim Zug, wenn du beim Zug fährst, ist es auch nicht weit weg. Kannst du Fuß dahin gehen. Aha. Ja, ich guck.
Weil in der Regel, wenn ich dann dahin fahre, ist es immer so, dass ich zu Fuß hingehe. Einfach um mit den Leuten nochmal hinzugehen, weißt du? Ja, das ist bestimmt auch. Lübeck. Weil im Endeffekt ist es so, dass das Julio und meine Wenigkeit ja auch gemacht, als wir gegen Ersten in der Aula waren, sind wir auch mit den Fanmassen dahin gegangen. Ich finde sowas immer besser, als mit dem Bus oder wie auch immer dahin zu gehen. Also ich weiß damals, wo ihr... Ist immer ein Weiter? Ja. Okay. Immer ein Weiter. Als wir damals das Spiel Aue gegen HSV waren, als Aue gegen HSV unentschieden 1-1 gespielt haben. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, wem ich da in dem Spiel gespielt haben, als wir da Rufe. Wir haben ja Rufe sind. Ich habe ja da Aue gegen HSV gespielt. Ich weiß auch gar nicht mehr, ob ich Aue oder HSV gespielt habe. Du hast HSV gespielt. Oh. Ja, oh. Der Mann hat sich das aufgeschrieben. Ja, du hast 2-1 gewonnen. Ich dachte 2-0. Ja. Das habe ich aufgeschrieben. Ich dachte, es war 2-0 für am Ende für mich. Ich glaube schon, ich weiß nicht. Ja, aber es war auf jeden Fall so, dass ich gewonnen habe. Ja, genau. Und ich, aber das, du weißt doch, dass ich in HSV gespielt habe. Ja, das weiß ich hundertprozentig. Weil Rufus hat mit Aue gespielt. Ja. Und ich hab. Und da. Das war ja an dem Tag, als Aue gegen HSV gespielt hat, als er das Spiel gespielt hat. Und wir haben das Spiel ja eigentlich vorher gespielt, aber am Ende endet es 1-1. Ja. Also der. Ich bin begeistert davon. Ja. Jetzt haben wir ja das letzte Mal zum Krieg in HSV gespielt, haben wir ja verloren. Kann sein. Ich muss tatsächlich sagen, dass ich die letzte Partie gar nicht im Kopf habe. Als wir das letzte Mal jetzt gegen den HSV haben wir verloren. Das ist extrem schwer, mit dem Ei da hochzukommen, ne? Ja, aber hey, das geht. Ja, das habe ich aber auch festgestellt, als wir das Spiel gespielt haben, mit dem Ei da hochzukommen. Das ist schwierig. Echt, der verfasst mich jetzt, ne? Bin ich jetzt noch mit 3. Also, der Dreiviertelstunde ist schon wieder um 12. Krass. Ja.
Schafft es Immon oder schafft er es nicht? Bleiben Sie dran. Ja. Oh, was ist denn noch? Sind noch alle drin. Das sind, glaube ich, die Finalisten. Mhm. Alle sind noch drin. Wie ist denn das hier eigentlich, wenn man hier nach einer gewissen Zeit noch nicht im Finale... Hatten wir das schon mal. Denn ist nach einer Zeit einfach zu Ende und es wird einfach irgendjemand zufällig ausgewählt. Ja. Ach so. Das hatten wir hier schon mal. Ja. Also kann immer... Oh, einer ist raus. Also kann immer theoretisch Glück haben. Ja. Ja, aber es ist ein bisschen doof, wenn es auf Glück basiert. Oh. Und jetzt seid nur noch ihr zwei. Wind immer wieder. Bleiben Sie dran. Jetzt wird's gefährlich. Nein. Nein, 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 nein. Nein, er ist raus! Und das kann nicht sein! Das kann nicht sein! Das Glückwunsch, Mann! Er hat uns... Ich werde zweimal um den Sieg betrogen und die... Und Alter, Flui, deine Theorie stimmt vielleicht sogar, dass Elbe Games Fan von Mann ist und von dir nicht. Muchas gracias! Aber früh, nicht gut sein, deine Stelle schneide ich raus, okay? Was für eine Stelle? Die du erzählt hast, das so, kannst du mich drin lassen. Oder soll ich das drin lassen? Nein, du lässt, wenn du deine Sache drin lässt, lass ich das dir noch nicht umrennen. Nein, weil das Video jetzt gleich hochgeladen wird. Ach so, ja, das kannst du gerne rausschneiden. Gut.